Die Entwickler haben nicht zu viel versprochen. Der große Die Sims Livestream hat so viel über neue Inhalte, noch bessere Mods-Unterstützung, Updates, die nächsten Erweiterungen, Die Sims 5 und vieles mehr verraten. Alles dazu in diesem Video. Der Die Sims Livestream war vollgepackt mit so vielen verschiedenen Sims-Themen, aber haltet euch fest, auch erste Szenen von Die Sims 5 wurden gezeigt. Aber der Reihe nach, los ging es mit einer riesigen Info für Die Sims 4. Nächstes Jahr wird es direkt zwei neue Erweiterungen für Die Sims 4 geben. Das haben die Entwickler zusammen mit ein paar ersten Bilder und Grafiken bestätigt, die ihr hier seht. Aber gehen wir mal langsam durch. Zuerst wurde dieses Bild mit den zwei neuen Welten für Die Sims 4 gezeigt. Auf diesen sieht man einmal die bunten und farbenfrohen Häuschen, die eine warme und gemütliche Atmosphäre ausstrahlen. Auch eine Frau, welche ein Baby hinten in einem Tragegurt hat und ein Kind auf einem Fahrrad sind zu sehen. Hier stellt sich die Frage, ob das tatsächlich ein mögliches Feature der Erweiterung sein wird. Unklar ist derzeit, ob es sich hier um zwei verschiedene oder die gleiche Welt handelt. In der Bauchbinde wird jedenfalls von mehreren Welten gesprochen. Hier sehen wir den Stil der Baumodusobjekte, welche wir mit einem der Erweiterungen bekommen werden. Beachtet aber, dass hier nicht immer alle Objekte, die man auch auf der Konzeptzeichnung sieht, wirklich hinzugefügt werden. Hier haben die Entwickler ebenfalls ein paar weitere Objekte in Nahaufnahme eingeblendet. Das Glas mit den künstlichen Zehen ist hier besonders witzig. Auch eine grandiose Info, die Entwickler wollen wohl jeden Monat Updates für Sims 4 veröffentlichen. Das nächste große vorgestellte Feature freut wahrscheinlich alle Simmer, die sich gerne tonnenweise Mods und CC in ihr Spiel laden. Bald wird es eine Plattform geben, auf der alle ihre benutzerdefinierten Inhalte für Die Sims 4 hochladen können. EA unterstützt also bald offiziell Mods, die ihr dann ebenfalls hierüber herunterladen könnt. Im Hintergrund seht ihr bereits ein paar erste Bilder der neuen Plattform, die von Overwolf bereitgestellt wird. Mehr Infos hierzu gibt es allerdings erst später. Bevor wir mit weiteren News weitermachen, ein kurzer Hinweis. Auf Instant Gaming könnt ihr viele Sims 4 Packs wie Werde berühmt für 19,99 € oder Zeit für Freunde für 16,64 € richtig günstig erwerben. Link in der Beschreibung. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, natürlich, es wurde ein großes Update für Babys angekündigt, welches ebenfalls im Jahr 2023 für alle erscheinen wird. Hier seht ihr die ersten Szenen. Die Babys sind nicht mehr an ihr Bett gefesselt, sondern können sich frei bewegen und werden von den Eltern auch richtig aufgehoben. Habt ihr ebenfalls schon das Babybett im Hintergrund entdeckt? Aber auch so sind hier ein paar neue Objekte im Hintergrund zu sehen. Dieser Zaun und der kleine Korb hier sind definitiv neu. Und jetzt wohl zur spektakulärsten News des ganzen Livestreams, die mich beim Anschauen in einen kurzen Schreikrampf versetzt hat. Zum Glück gibt es davon kein Video, aber ja, Die Sims 5 ist jetzt endlich offiziell. Dieses wird von den Entwicklern erstmal nur unter dem Namen Project Renee benannt, welches aktuell in der allerfrühesten Zeit seiner Entwicklung steckt. Wie die Entwickler betont haben, wird es noch mehrere Jahre dauern, bis wir dieses dann wirklich auch spielen werden können. Aber wie sieht es aus? So, hier sehen wir erstmal nur den Baumodus des nächsten Spieles, welcher bereits durch seinen etwas realistischeren Grafikstil meiner Meinung nach ordentlich was hermacht. Die Sims tauchen in den Szenen noch nicht auf, dafür lassen sich hier andere geniale Features entdecken. Das Farbrad ist wieder zurück, wir können Objekte im Detail anpassen, also beispielsweise beim Bett ganz genau die Seitenteile wählen und sogar den Baumodus im Multiplayer gemeinsam mit anderen Spielern auf anderen Plattformen nutzen. Beachtet nochmal, dass es sich hier um extrem frühe Einblicke handelt, die noch wenig mit dem finalen Spiel zu tun haben. Hier passt dieser Tweet von CrowSimmer sehr gut, so sah Die Sims 2 nämlich in seiner Anfangsentwicklungszeit aus. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr zu all diesen Neuigkeiten nichts verpassen wollt. Welche dieser dicken, fetten Neuigkeiten ist für euch der Favorit? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Hört gerne noch in die letzte Folge Sim gehört, dem 50-Folgen-Special mit Kamera rein, Link in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.